Ja, das wird mit die Hase, mit die Eier und dann gewachsen. So bei uns auch gibt es so viele verschiedene. Das ist der Naturtag, machen wir auch. Jesus ist Karfreitag verstorben und ja, Himmelfahrt da wieder zum Himmel gefahren oder sowas ähnliches. Hier sind beide nicht gläubig, deshalb wissen wir es nicht genau. Es stammt jedenfalls aus der christlichen Religion, dieses Fest. Auferstehung Jesus, Kreuzigung. Jetzt, wo ihr mich überrascht, weiß ich es gar nicht. Also, irgendwas hat das mit Himmelfahrt zu tun, keine Ahnung. Karfreitag war doch. Das ist peinlich. Nee, Karfreitag war doch Jesus Kreuzigung. Ja, genau. Ostern war die Auferstehung. Karfreitag, da wurde Jesus ja gekreuzigt. So, und was war Ostern ist ja auferstanden, oder nicht? Also wir können es nicht beantworten, weil wir Muslimen sind und wir feiern auch kein Ostern oder Karfreitag. Das ist nur Feiertag, wie jeder andere. Sonntag oder Weihnacht oder irgendwo was. Karfreitag ist Auferstehung. Ich glaube, Karfreitag wurde er ans Kreuz gehängt, glaube ich. Irgendwas mit Jesus. Die Kreuzigung und Auferstehung?